So, dann starte ich auch mal in den Wetteralltag zurück. Grüße Sie und grüße euch. Und vielen Dank an Christian, der eine Woche eine exzellente Arbeit gemacht hat. Und exzellent ist für viele das Wetter, das wir momentan haben. Und die Hitze wird allerdings mittelfristig verschwinden. Wie wir es mal gesagt haben, so nach Mitte August, Pi mal Daumen geht es abwärts. Sie schwappt also weg. Wir schauen auf die Ensembles, die aktuellen 15 bzw. 16-Tage-Trends und zeichnen hier mal diese Linie ein. Das ist der 15. August, der Start in den Spätsommer rein offiziell. Anfangs sind wir hier im Norden Deutschlands weit überdurchschnittlich. Die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 1500 Meter Höhe in 30 Jahren. Und die weiße Linie ist das Mittel aller Modellberechnungen. Und alle Modellberechnungen findet ihr hier in bunt. Erst bleibt es noch heiß, nach dem 15. geht es langsam und in der letzten Augustdekade dann deutlich abwärts. Zunächst mit einzelnen Gewittern und viel Sonnenschein. Und dann gibt es ab etwa der Hälfte des Vorhersagezeitraums immer mehr Schauer und Gewitter. In der Mitte, im Osten und Westen ein ähnliches Spiel. Da gibt es jetzt vereinzelt ein paar Schauer und Gewitter. Wir haben es ja heute schon erlebt am Sonntag. Und dann geht es auch hier runter und die Niederschlagssignale nehmen in der zweiten Augusthälfte deutlich zu und die Temperaturen allmählich ab. Das geht alles auf Normalniveau runter. Wir kommen also von dem Hitzetrip weg. Im Süden Deutschlands ein ähnliches Spiel. Hier war es ja Gott sei Dank jetzt mal einige Tage trocken. Die Flüsse haben ihr Hochwasser verloren. Und dann kommt der Regen zurück in Form von teilweise kräftigen Schauern und Gewittern. Und auch die Temperaturen sinken hier langsam auf ein Niveau, das der Jahreszeit entspricht. Wir schauen kurz auf die Alpen-Südseite. Im Alpenraum sieht das alles so ähnlich aus. Alpen-Nordseite, Alpen-Südseite. Hier haben wir auch erst überdurchschnittliche Temperaturen. Dann geht es in den Durchschnitt zurück. Anfangs mit viel Sonnenschein und einzelnen Gewittern. Und so ab dem 20. August herum nimmt das Schauer und Gewitterrisiko hier wieder deutlich zu. Wir schauen die gemittelte Wetterlage an und da zeigt das europäische EZMWF-Modell für den 19. August das Hoch über Skandinavien weiter nach Osten. Das heißt, das Omega verlagert sich langsam ostwärts und ein Tief kommt hereingezogen und damit ist das europäische EZMWF-Modell ein bisschen forscher in Sachen, es wird jetzt der Hochsommer verschwinden als beispielsweise das amerikanische GFS-Modell und hier noch die Temperaturen in 1500 Meter Höhe, die 10 Grad Isotherme liegt über dem Westen Deutschlands, die 15er über den Alpen und sie wandert langsam weg. Das amerikanische GFS-Modell zeigt das Hoch noch über Skandinavien und das Omega liegt dann immer noch über uns, wird so ganz, ganz, ganz langsam abgebaut und es zerfällt in sich. Nichtsdestotrotz haben wir hier noch deutlich höhere Temperaturen als beim europäischen EZMWF-Modell und auch noch weniger Gewittergefahr, weil dieses Tief noch einfach zu weit weg liegt. Jetzt gehen wir noch mal eine knappe Woche weiter und schauen auf den 25. August. Da bläht sich dann das Azorenhoch wieder auf mit einem Keil, das Richtung Mitteleuropa reicht und das alte Hoch, dieses Skandinavienhoch, wandert nach Osteuropa. Und wenn wir diese Hochs miteinander verbinden, haben wir die Hochachse. Nördlich der Hochachse kommt die Höhenkühle wieder zu uns. Südlich der Hochachse die Höhenwärme, die uns jetzt das stabile Wetter bringt und gebracht hat. Die wird also verschwinden. Das heißt, von Nordwesten her setzt sich dann allmählich so ein leicht frühherbstlicher Touch durch. Und wenn wir zu guter Letzt noch auf die 1500 Meter Höhe Temperaturen blicken, dann liegt die 10 Grad Isotherme über dem Süden Deutschlands, die Reste der 15er über dem Alpenraum und von Nordwesten her wird es langsam kühler. Das heißt, die Hitze, die wir jetzt in den nächsten Tagen noch haben, wird dann abgebaut, sukzessive, langsam nicht brachial und sie kommt dann wohl auch nicht mehr zurück.